Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um ein paar neue Gadgets für mein Model 3. Ich habe wieder ein paar Sachen zugeschickt bekommen und die möchte ich zusammen mit meinem Sohn Oskar heute installieren und ausprobieren. Zum einen gibt es hier, darauf freut sich Oskar besonders, Abdeckungen für die Pedale. Dann gibt es eine matte Abdeckung hier für die Mittelkonsole. Einen Silikoneinsatz für den Cupholder, eine Verkleidung für diese Holzimitate, einen Sonnenschutz für das Glasdach und für den Kofferraum eine Schlafmöglichkeit. Es soll Leute geben, die auch im Model 3 übernachten und für die gibt es extra eine aufblasbare Matratze, auf die bin ich besonders gespannt. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Topfit, die mir diese Sachen zugeschickt haben. Es ist keine Werbung, denn ich bekomme nichts dafür und darf sagen dazu, was ich gerne möchte. Jetzt will ich aber die Dinge anbringen und da habe ich mir fachkundige Verstärkung dazu geholt, nämlich von Oskar. Hallo! Der mich inzwischen doch einiges überragt. Ich bin gespannt, was in dem Päckchen drin ist. Wir machen sie mal auf. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dieser Sonnenabdeckung an, weil da habe ich am wenigsten eine Idee, was das sein könnte und wofür das gut sein könnte, oder? Oh, Oskar hat schon rausgefunden, wie es geht. So kann man das machen, das sind zwei Stück. Dann gibt es hier dazu so zwei Clipsets. Die wird man jetzt wahrscheinlich da oben irgendwie in die Scheibe befestigen und dann kann man da dran die Dinger klippen. Was mir an der Stelle schon früher immer aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich keine Anleitungen gibt. Im Zweifelsfall ist es idiotensicher. Schauen wir uns die beiden Idioten mal an. Das ist schlau, dass man es so zusammenfalten kann, weil dadurch kriegt man es auch ins Auto. Und dann haben wir eine Scheibe, die wahrscheinlich eher so geartet ist und die andere, aha. Jetzt könnte ich natürlich das auch erstmal nochmal einknicken. Wie die Spatzen von Ulm, oder wie? Wahrscheinlich gäbe es auch eine Markierung, oder? Ach so rum, oder wie? Da, hell, Sonne. Und weniger hell. Oskar stellt die berechtigte Frage, ob dafür nicht eigentlich die Abdunklung des Autos schon ausreicht. Und wir haben ja schon getönte Scheiben, ob man jetzt wirklich noch zusätzlich diese Abdunklung braucht. Jetzt hat man also hier solche Clips. Also man steckt das Ding da hinten rein und dann kann man hier das Netz reinmachen. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal eine Weile so da drin, auch ohne, dass wir es komplett festklicken, weil es hält ja, ohne dass wir fahren. Und schauen mal, ob das irgendeinen Effekt hat. Dann geht's weiter. Da hast du dich drauf gefreut, also packen wir es mal aus. Soweit ich weiß, gibt es beim Performance-Modell und beim Long-Range-Modell einen Unterschied, also abgesehen von den obvious Sachen, aber im Innenraum einen Unterschied, und zwar, dass die Pedale beim Performance-Modell eben so silber aus Aluminium sind. Mhm. Das sieht natürlich schon ein bisschen hochwertiger aus als hier diese Plastikteile, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass man die wirklich einfach nur da so drum klemmt, weil also die haben hier so eine Gummilippe irgendwie. So. Okay. Interessant. Also das ist das Original hier und das ist die Sportversion. Okay. Und da kann man das jetzt wahrscheinlich auch so drüber. Geht es schwer? Schon, ja. 20 minutes later. Wie war deine Erfahrung beim Anbringen dieser Pedale? So? Ja, sieht schön aus jetzt auf jeden Fall. Nee, war anstrengend, aber guck. Ah, das sieht wirklich schön aus. Sehr schick. Wir haben allerdings erst später gelesen, dass man die Dinger vorher 5 Minuten in warmes Wasser machen sollte. Damit diese Gummiteile flexibler sind und sich leichter drüber ziehen lassen, habe ich leider erst gelesen, als der Oskar schon eine Viertelstunde dran gewurstelt hatte. Okay, manchmal muss man halt auf die Webseite gehen des Herstellers, weil nichts beigelegt ist. Da habe ich übrigens auch gelesen, dass diese Sunshields da oben 50% der Hitze im Innenraum wegnehmen sollten. Werden wir mal ausprobieren. So, aber jetzt kommen Klebearbeiten. Diese schöne Mittelkonsole glänzend schwarz. Hier auch schon eine bedenkliche Macke drauf. Und dafür haben wir jetzt matt schwarze Aufkleber sozusagen. Topfit Center Console ABS Cover made in China. Gibt es offensichtlich in Black, White und Carbon Fiber. Ich habe nochmal nachgelesen. 3M Aufkleber, die keine Rückstände hinterlassen, wenn man es wieder mal wegmachen will. Also wage ich es einfach mal, das Ding jetzt da dran zu machen. Das ist richtig hartes Plastik. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Und jetzt fehlt nur das mittlere Stück. Das hält auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, super, oder? Top. Top. Okay, und jetzt gibt es hier noch, was gerade dazu thematisch passt. Kannst du mal den Silicon Cup Holder holen? Genau, das ist ein Silikon-Cupholder,
Das kann man jetzt praktisch da so reinmachen, einfach rein. Ich glaube, das ist, damit man das leichter sauber machen kann, weil wenn du in die richtigen irgendwie einen Drink reinschüttest, dann ist es schwierig, aber wenn du hier den da schön drin hast und dann kommt da irgendwie Dreck rein oder so, nimmst ihn halt raus, machst ihn einmal in die Spülmaschine. Wobei natürlich, also ich lege irgendwie meinen Geldbeutel oder so da rein. Oder irgendwie, da liegt auch mal sowas. Mhm. Der Vorteil ist bei dem Cupholder hier, dass man eben dann hier dieses Kleingeldfach hier hat. Also von der Breite her jetzt für unsere Münzen eigentlich nicht unbedingt geeignet, oder? Eher klein. Und da müssen wir mal schauen, ob unsere Becher und unsere Flaschen dann da noch reinpassen. Ja, stimmt. Weil die ja auch ein bisschen kleiner sind. So, jetzt haben wir hier ein schönes, großes Paket. In dem sind Abdeckungen für diese schöne Holzleiste. Da sind wir unterschiedliche Meinungen. Ich würde sagen, wir legen sie erstmal hin und schauen es uns mal an, wie es aussehen würde. Mhm. So sieht das jetzt aus. Ich weiß ja nicht. Und hier ist das alte. Oder so. Oder so. Was man natürlich sagen muss, ist, dass das natürlich jetzt gut zu der Mittelkonsole passt. Aber wie du gerade auch schon festgestellt hast, sieht man da halt so Finger und sowas schnell drauf. Hm. Mach mal die andere auch noch drauf. Bist du ein Verpackungslegastheniker? Mann! Wie sieht der Stoß aus? Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ja, eine schwierige Entscheidung. Sieht gut aus. Das Holz sieht halt nicht echt aus. Ich würde sagen, ihr schreibt mal in die Kommentare, ob wir das ankleben sollen oder ob ihr das gut findet oder nicht. Und dann überlegen wir es uns nochmal. Ist das eine Idee? Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Kommen wir nun zu unserem letzten Gadget. Und da bin ich besonders drauf gespannt, denn ich habe mir schon häufig mal überlegt, kann man eigentlich in so einem Model 3 auch übernachten? Und da gibt es ja eine Matratze, die man aufblasen und hinten reinlegen kann. Und die schauen wir uns jetzt mal an. So, erstmal umklappen. Dann hat man diese schöne Liegefläche. Im letzten Video habe ich ja gezeigt, was man da alles reinkriegt. Also wenn man es nicht umklappt, wenn man es umklappt, dann passt da ein Fahrrad rein oder ein E-Piano und so weiter. Und ich bin mal gespannt, ob wir beide da auch reinpassen. Das ist schon, ich meine, schon grenzwertig mit so einem großen Sohn. Burschen. Burschen. Welche Seite gefällt dir besser? Fragen. Hast du eine Pumpe dabei? Ja, so eine Pumpe dabei. Da sind wir mal gespannt. Ja. Eine Car Electric Pump. Oh, die ist ja klein. Mhm. Süß. Mhm. Ach, ist die sogar, guck mal, die ist sogar mit Zigarettenanzünder. Die ist ja wirklich für Auto. Ja, klar. Krass. Beim Inflaten with Small Adapter alle 5 Minuten eine Pause machen von 5 Minuten. Ah, ein Sticker für, wenn mal Loch ein ist, oder was? Genau. Ein Bügelsticker. Reparaturset. Mhm. Das hätte ich auf jeden Fall gesagt, das ist die obere Seite, weil auf dem Plastik hier will man ja nicht schlafen. Ja, das ist der Kopf wahrscheinlich, oder? Ach, das ist Kopfende vielleicht. Ja, da liegt man ein bisschen höher. Ja, ja, klar, das sowieso. Hä? Aber weil hier auf der Seite gibt es ja auch noch eine extra Kammer. Aber das ist nur eine große hier. Mhm. Ah, ein Steckerling. So, so, so gut. Dann schauen wir mal hier zuerst. Okay. Ah, oh, das geht ja schnell, aber. Ja, super schnell. Boah. Das ist ein Voll. Alter. Ich hab's schon immer gehasst. Luftmatratzen und so weiter. Jetzt würde ich sagen, Klimaanlage auf Camping und Probe liegen. Vielleicht muss man doch von hinten einsteigen, weiß ich nicht. Dieser Dad. Schlafende Model 3. Also was schon mal schön ist, ne, zum Schlafen, ist ja, dass man den Himmel sieht, den Sternenhimmel. Ne? Das stimmt, das stelle ich mir sehr schön vor. Ich mach mal unten zu. Also ich kann jetzt die Füße ausstrecken. Ich bin 1,79. So, das war's jetzt mit dem Video von. So, todesmutig stürzt sich nun dieser Oscar hier rein. Also hier sind Beine, die jetzt den Weg doch tatsächlich hier herunter finden. So, jetzt gucken wir mal. Hey. Oha! Ich meine jetzt nicht komfortabel, aber meine Füße liegen hier so ein bisschen rübergedingst und mein Kopf angestoßen am Fuß, aber sonst passe ich rein. Naja, du bist aber auch 1,1. Wie viel? 1,93. Ich würde sagen, für eine Nacht kann man das hier schon machen eigentlich. Zu zweit?
Ja, zu zweit vielleicht nicht. Also bequem liegen tut man schon, wie auf einer Luftmatratze, muss ich sagen. Und das kann man so klein zusammenfalten, dass man es unten in den Unterkofferraum legen kann. Das kannst du auch in den Frunk legen zu den ganzen anderen Sachen. Das ist wirklich winzig. Das ist schon ganz gut. Ich würde sagen, bevor ihr vor Gemütlichkeit einschlaft, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert unten und seid auch nächstes Mal wieder dabei bei meinem Kanal. Nach sag einfach euer dieser Dad und ich sage tschö. Euer dieser Dad. Ciao.